rein und da sehen wir sind mittlerweile das viertstärkste Team und das kommt nicht von ungefähr. Wir haben Williams ganz knapp geschlagen und in der Fahrer-WM haben wir jetzt auch Position 9. Da könnten wir jetzt auch langsam anfangen, die Williams zu attackieren. Also schon in der ersten Saison sehr weit vorne. Was mache ich als nächstes? Oder wo investiere ich als nächstes meine Punkte, die ich erstmal sammeln muss? Aserbaidschan, die neue Rennstrecke. Und es fällt mir gerade ein, ich habe kein Setup. Wieso fällt mir jedes Mal ein, wenn ich hier im Spiel drin bin, dass ich kein Setup habe? Woher kommt denn dieses Problem eigentlich zur Schande? Ich weiß es teilweise nicht. In meinen Augen anspruchsvoller zu fahren als Monaco, weil hier im Spiel wirkt der Kurs sehr eng. Bremspunkte sind in dem Spiel grundsätzlich mein Problemkind geworden. Das war ja zum Beispiel im Vorgänger gar nicht der Fall. Die gesamte Fahrphysik finde ich sehr, sehr schwammig. Teilweise auch was die Bremse betrifft. Da hat man jetzt zum Beispiel gesehen, ich kann da gar nicht so spät auf die Bremse steigen. Und die Kurve finde ich extrem schwierig am Ausgang. Da macht die Kurve nämlich auch sehr gerne zu, genauso wie die. Das sind so zwei Kurven, die ich nicht so wirklich gerne fahre. Also Violett hätte ich schon gerne. Hoppa! Was mich halt so ein bisschen stört, ist echt die Bremse. Das ist mir natürlich auch schon in Kanada aufgefallen. Da, der Wagen bleibt sofort stehen. Und die Bremsen bleiben extrem früh stehen. Also, Aserbaidschan. Jo! Alles klar. Das ist, wenn man die Kurve ein bisschen schneller fahren möchte. Dann passiert genau das. Also, das darf mir zum Beispiel im Rennen absolut nicht passieren. Und man. Und das darf mir auch nicht passieren. Mit einem kaputten Frontflügel das Auto versenken. Und wir kennen das Spielchen. Totalschaden heißt Totalschaden. Und ich glaube, ich darf dann den ganzen Test gleich nochmal machen. Oh ja, das ist Aserbaidschan. Das fordert Aserbaidschan. Noch mehr als Monaco. Also noch unwichtiger als hier das Qualifying gibt es kaum noch eine Strecke. Also hier kannst du billig überholen. Man hat es ja in echt gesehen. Die lange Gerade, die lädt ja wirklich komplett dazu ein. Dass man wirklich sagt, okay, ich fahre dran vorbei. Da brauchst du dich auch nicht groß verteidigen. Und das ist zum Beispiel etwas, was in meinen Augen keine Strecke braucht. Eine Gerade, die über 2 Kilometer lang ist. Das ist zum Beispiel auch etwas so, wo ich dann sage, das braucht man nicht in der Formel 1. Und das will ich nicht in der Formel 1. Ja, bei mir bleiben sehr gerne wirklich die Reifen stehen. Das ist ein großes Problem. Aber sonst bremse ich zu früh. Das war. Es wird sich in meinen Augen halt einfach schwammig. Zumindest mit meinem Lenkrad, was ich habe. Warum baut der Reifenverschleiß jetzt immer noch ab? Ja, da muss man auch manchmal ein bisschen mehr einlenken, als man möchte. Aber so geht's. Worauf der gerade meinen Reifen abbaut oder der dann weiter nach links geht, das ist etwas, was ich mich noch hier frage. Aber da hier das Spiel wieder so viel Konzentration gerade frisst. Also Aserbaidschan ist wirklich die Strecke, die am meisten Konzentration frisst. Da war Monaco noch Peanuts dagegen. Es ist so ungewohnt, so langsam runterzuschalten. Ich bin echt schnelles Runterschalten noch von den Vorgängern gewohnt. Mehr oder weniger wie erwartet. Das verstehe ich nicht. Warum geht er noch zurück, wenn ich quasi auf den Gas gehe? Da seht ihr das. Ich lenke ja gar nicht ein. Oder hat man das mittlerweile auch mit den Hinterrädern so ein bisschen, gut, das kann sein, dass man auch mit dem Hinterräder, so, mit den Hinterreifen so ein bisschen sparen soll. Klar, bei Aserbaidschan kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das ist für mich die Mutkurve schlechthin. Diese Rechtskurve ist die Mutkurve schlechthin in dem Spiel. Da ist so Rouge leider nichts dagegen. Das war gar nichts. Ob ich da so viel Risiko jetzt beim Anbremsen gehe, verstehe ich gerade selber nicht. Aber ich muss die Runde noch einigermaßen gut über die Bühne bringen, wenn ein Hamilton nicht wäre. Komm, Hamilton, fahr vorbei. Hamilton, fahr vorbei. Ich habe eh gleich kein Benzin mehr. Das Benzin reicht noch gerade für die Runde. Wir haben auch diesen Test erfolgreich absolviert. Okay, so
kann man die Boxengasse nicht anfahren. Eine Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis. Auch weiterhin positiv fällt mir auf jeden Fall die Einführungsrunde ein. Da baut sich dann die Spannung wirklich auch wie in echt auf. Das ist auch ein dicker, fetter Pluspunkt. Safety Car, das ist bei mir mit ganz vielen Fragezeichen versehen, denn ich bin immer noch der Meinung, dass Safety Car ist leider immer noch verbuggt. Was ich zum Beispiel beim virtuellen Safety Car gar nicht sagen kann. Das passt sogar noch einigermaßen. Das ist sogar noch relativ gut umgesetzt. Finde ich auch hart, auch teilweise. Was ich auch nicht so wirklich realistisch finde, sind die Ausfälle bei der Simulation. Dass die KI da sehr viele Probleme bereitet. Ich habe so teilweise das Gefühl, machst du hier einen Fehler, einen strategischen Fehler, dann hast du, wow, das war knapp, dann hast du vielleicht noch das Glück, mit einem Safety Car nach vorne zu spulen, wenn während zum Beispiel im Vorgänger es einfach dein Untergang war. Qualifying Tempo finde ich auch deswegen sehr hart, weil ich das Gefühl habe, im Training ist der Grip oder das Grip-Niveau deutlich niedriger, als es zum Beispiel im Qualifying der Fall ist. Angepeilt, Alter, ist Position 9. Ich habe da solche Probleme mit der Bremse. Also solche Probleme mit der Bremse, die Bremsen bleiben eiskalt stehen. Anspruchsvoller ist es geworden, realistischer für meine Begriffe nicht. Also ich fand 2015 schon sehr nah dran. Und das ist auch bei mir einfach der Knackpunkt. Das ist, ja, 70% Bremse, ihr seht es gerade unten rechts, und dann bleiben wir mit die Räder stehen. 70%. Na gut, das war grundsätzlich immer meine Problemkurve hier. Und dann bleiben wiederum hier dann die Reifen, komischerweise. Also der zweite Gang, der macht es dann so unberechenbar. Ja, in dieser langsamen Abschnitt, da verliere ich die ganze Zeit. Da verliere ich die gesamte Zeit auf der KI, auf die KI. Ich habe mich noch nie so unwohl auf der Bremse gefühlt. Noch nie. Das war mal mehr als am Limit gebremst. Aber ich muss das Limit hier finden. Ich muss einfach fahren. Das ist ein Qualifying-Test. Und da konnte ich sogar verstehen, dass mir das vordere innere Rad mal stehen geblieben ist. 44, nur wenn ich da Windschatten im letzten Sektor habe, dann den spüre ich deutlich. Durch den deutlich geringeren Luftwiderstand. Beim Skatkurs, da muss man sich sowieso herantasten. Und nicht gleich zu viel wollen. Also in der 44.0 muss ich schon fahren. 42.3 von Bottas. Ja, Lecco Mio. Ja, leckt mich an der Schwarte. Und zwar richtig. Einmal geht noch. Einer will noch rein. Einmal geht noch. Einmal will ich auf Pol sein. Das ist ein Traum, ja. Mit 100 um die Kurve, weil es langsam geht. Mit 200 in den mit 200 in die Leitplanke. Mit 300 in die Burg. Das war mein letzter Albtraum, ja. So ungefähr. Ach, zu früh Gas gegeben. Noch beim Anbremsen habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu lang, zu schnell. Zu langsam. Jawoll! Jawoll! Habe ich sogar noch Pinkerei? Jawoll! Sauber mit der letzten Runde! Geil! Einfach mal die Klappe halten und einfach mal fahren, ey. Das bringt's am meisten. Ne, da ist durchaus was möglich. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, alles geschafft im Training. Alles. Und das auf einer neuen Rennstrecke. Ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Sektor besser, sogar im Schlusssektor. Alles klar. Ja, da hole ich die Zeit auch wirklich raus. Das merke ich. Schade. Wer ist denn da gerade da oben? Ah, hier, der Alonso. Wie fahren die da durch? Das würde mich jetzt mal gerne interessieren. Das würde ich noch mitnehmen. Die fahren sogar im vierten Gang da durch. Ja, Lecco Mio. Ja, die, wie gesagt, die fahren alle einen Gang höher. Okay, danke. Neunter oder besser. Und ich soll Roman Grosjean besiegen. Könnte... Wird schwierig. Ich sag's auch mal, es wird schwierig. Ja, ganz ohne Probleme. Boah, du bist aber ganz optimistisch. Ich sehe durchaus schon ein paar Probleme. Denn die Wand ist hier sehr, sehr nah. Und wir nehmen natürlich so wenig Kilogramm nur irgendwie mit, wie es nur irgendwie geht. Aserbaidschan in meinen Augen schwerer zu fahren als Monaco, und zwar deutlich.
Gerade jetzt hier gleich wegen dem Stück hier hinten. Schwierigste Kurve hier, Kurve Number 15. Da haben sich ja den echten Fahrer so ein bisschen beschwert, dass die nicht so ganz ohne ist. Ja, so kann man sie vielleicht fahren, wird aber beim Rennen auch nicht gerade ohne werden, da es optimale herauszufinden. Auch knapp vor dem Ausscheiden bedroht. Ausscheiden bedroht könnten wir jetzt auch schon sein. Q2 geht an. Das ist halt hier das größte Problem, das Auto in die Wand setzen und das Auto ist direkt kaputt. Das ist halt das Schöne an einer Simulation. Das finde ich halt auch positiv an dem Spiel. Dieser Simulationsschaden. Der macht gerade der erhöht halt das Risiko auf den Skatkursen extrem. Und das finde ich halt schön. Der arme Motor, 360 ist echt das Limit. Bezüglich des Getriebes. Genauso wie man hier abkürzen kann. Aber das bringt keine Zeit. Das hat jetzt Zeit gekostet. Oh, leichtes Untersteuern am Wagen verspürt. Das wird keine gute Runde. Skatus Teamkollege. Komma null. Wir sind alle in der Nullzeit gefahren, okay. Und da kommt wieder einer an. Also mein Teamkollege Grosjean. Hi, Kollege. 6 und 7. Und dann würde ich meinen Teamkollegen schlagen. Und das schaffe ich auch so. Also gerade so eine Zehntel. Alter, das ist gar nichts. Sonst wäre ich draußen gewesen. Also mit einer 43-0 gerade so weiter. Spannung hat sich, glaube ich, hier aufgebaut. Boah, das ist nur 2000stel schneller. Das wird eng. Hier wollte ich jetzt mal mehr Schwung mitnehmen. Ist mir auch in meinen Augen gelungen. Und da war es zwar knapp, hat aber auch wieder Zeit gekostet. Ich fahre hier immer zu schnell rein. Okay. Lebensdauer der Reifen. Ich habe mir extra einen neuen College-Block eigentlich dafür geholt. Extra dafür. Und ich benutze ihn nicht. So, wir können volles Risiko gehen. Volles Risiko. Selbst wenn ich das Auto zerstöre, der fünfte Platz ist safe. Das Einzige, was ich verlieren würde, ist der Reifensatz, dem ich aber nicht nachtraue. Ah, verrissen das Auto. Beim Anbremsen verrissen. Schneller durchgefahren, aber verrissen beim Anbremsen. Das war's. Ich war auch nochmal auf Verbesserungskurs. Da war was drin. Und dann beim Anbremsen oben. Mann, das ist so gefährlich da oben. Mit mehr Risiko durchgefahren. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Die 42.1 wäre möglich gewesen. Gerade die Altstadt, da fahren wir hoch. Das wird auch nicht so ganz ohne sein. Das ist eine Strecke, die sehr auf die Konzentration geht. Deswegen erwartet nicht die ganze Zeit ein komplettes Commentary von mir, sondern dass es auch mal Rennszenen gibt, wo ich einfach mal meine verdammte Schnauze halten will. Also ich sehe Aserbaidschan mittlerweile noch schwerer an als vom Fahrerischen her als Monaco. Ich habe schon auf Fett gestellt, Raikönen und Vettel. Die könnte ich sogar schon für Kurve 1 bekommen. Und ich könnte mal den Frontflügel schon anditschen. Und der Raikön dreht sich weg. Wir müssen hier aber ankommen. 51 lange Runden. 51 Runden. Hier auf so eine Strecke. Auf eine. Das ist die zweitlängste Strecke nach Spa. Aber ich habe eigentlich Hamilton links berührt und nicht rechts. Und trotzdem ist der vordere rechte Reifen beschädigt. Also auch so ein kleiner Fehler noch bei der Simulation. Okay, also Hamilton, der fällt natürlich mir jetzt auf und davon. Das war aber, wie gesagt, abzusehen. Alter, von früh, der hemmt mich wirklich, ans Limit zu fahren. Okay, hier gibt es nur einen Messpunkt für beide DRS. So, was ist denn das für ein Dreck? Wer hat sich denn den Schmarr ausgedacht? Alter, 300... 72 Stundenkilometer. Aber ich muss aufpassen da beim Runterschalten. Nicht, dass ich wieder den Motor hochjauche. Ja, da verschrie ich aber Fette wiederum nicht. Und das ist auch interessant geradeaus. Das ist das, was ich bei der KI leider nicht verstehe. Ja, warum macht er da den Rechtsschwenker? Ich verstehe es nicht, schöne Pirouetten.
Da können wir gleich noch mal zählen. Aber das verstehe ich nicht. Warum macht der hier einen Rechtsschwenker? Da! Warum? Der fällt mir hinten drauf! Alter! Er sieht ja von bei Bottas nicht, das ist ja auch interessant. Das. Aber er macht einen Rechtsschwenker und den verstehe ich nicht. Da! Alter! Also das ist mir schon leider dem Spiel so ein bisschen aufgefallen. Die KI fährt gerne jemanden hinten drauf. Das war jetzt die Autofahrt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum Vettel da diesen Rechtsschwenker macht. Normalerweise bin ich ja kein Freund von der Rückblende, aber hallo, geht's noch? Hat mich eiskalt rausgeschossen. Und er fällt weiter, als wenn nichts wäre. Und ich drehe da mal so 50 Pirouetten. Ja? Das sah von außen aber schön aus, ja? Das muss ich auch mal dazu sagen. Von außen sah das schön aus, aber ich fand das nicht mehr lustig. Aber Bottas ist ja... Wow, war da so gesehen mein direkter Konkurrent. Boxenstopp. Ja, bitte. Ich verliere nur Zeit gerade hier. Klar, 26% ist jetzt nicht die Welt. Aber der Frontflügel, dieser verdammte Frontflügel stört mich. So, einmal rein, einmal Nase wechseln, einmal neue Reifen. Und Verstappen auch drin und er ist mir nicht hinten drauf gefahren. Aber auch ein sehr früher Boxenstopp. Oh, mit der Kurve durchfahren bin ich aber nicht einverstanden. Ich musste überlegen, ob ich da vielleicht sogar den zweiten Gang bevorzuge, genauso wie hier. Nee, die Kurve ist auch zu eng. Ich glaube, ich habe den Palmer sogar auf Softreifen gesehen. Palmer Button. Jawohl. Das wundert mich jetzt nicht. An dem Motor nehme ich jetzt auch hart ran in den ersten Abschnitt hier des Rennens. 14 Runden haben wir auf dem. So, wenn man einmal diesen schönen Fluss in Baku drin ist, dann läuft die Soße. Wie Butter, wie Öl. Da habe ich jetzt auch irgendwas gerade, glaube ich, verwechselt. Alter, wie gerade lasse ich erstehen, ey. Sprichwörtlich. Da kommt Perez aus der Box. Perez hat mich bekommen. Hast du mir jemals gesagt, dass der ein Problem hat? Oder ich habe es nicht mitbekommen. Kevin Magnussen ist draußen auf der langen Geraden. Das ist zumindest ein virtuelles Safety Car da nötig. Aber das Spiel sagt nein, kein Safety Car und auch kein virtuelles Safety Car. Ich nehme alles zurück. Das ist die Frage. Da könnte man einmal noch reingehen können, 7 Runden, aber das musst du erstmal dann auf den Softreifen überschreiten. Das Team sagt nein, bleib lieber draußen. So, mal schauen, wie lange das draußen bleibt. Mittlerweile hat man natürlich auch, mittlerweile hat man auch ein bisschen Erfahrung mit den Safety Car Phasen, was worauf man so ein bisschen achten muss. Also hier gehen sie sehr stark in die Eisen. Also das frage ich mich auch. Ist das Safety Car hier so langsam? Und dann geben sie komplett Vollgas. Jetzt. Natürlich den Perez versuchen zu attackieren. Wer hat mir da einen mitgegeben von hinten? Irgendjemand hat mir einen von hinten mitgegeben. Ich tippe mal, das war Hülkenberg, der mir da einen Schlag gegeben hat. Ich habe auf einmal einen Schlag hinten gespürt. Auf einmal einen Schlag. Da wollte ich gegenlenken, weil bei einem Schlag dann reagierst und dann drehe ich mich halb in Perez rein. Ja, und dann Kettenreaktion. Ich denke mal, das ist der Hülkenberg. Das war Massa auch in der Box. Also für den Williams-Piloten läuft das auch nicht gerade top. Hülkenberg auch. Hülkenberg hat was abbekommen. Also ich bin nicht der Einzige. Da war irgendwas hinter mir. Irgendwas hinter mir war. Da ist Hülkenberg. Jo. Ist Hülkenberg wieder drin? Okay,
Hülkenberg wohl mit Strafe, also ist er mir hinten drauf gefahren. Ich würde mich mal gerne interessieren, wer den Atem an der Kurve auch ranhält. Also das ist die Mutprobe schlechthin. Ich weiß nicht warum. Das ist Alonso auch auf der was geht denn da vorne ab? Was geht da vorne ab? Da ist auch gelb. Wo ist hier das Überraschungskind? Mit der gelben Flagge. Dort. Haben die so einen schlechten Reifenverschleiß? Gut, der kann auch keine anderen Reifensätze mehr haben. Das könnte auch eine Maß. Das könnte auch ein Argument sein. Ja, und bis ich weg da bin, ist der schon ja losgefahren. Ja, so sieht's doch aus. Im Nachhinein wärst du doch mal reingefahren. Wo die Safety-Phase angefangen hat. Wow, Millimeter. Millimeter an der Wand vorbei. Was auf der Strecke ist, erkenne ich auch. Jetzt kommt hier der brutale Vorteil. Ja, der zieht sich dann hin bis zum Bremspunkt. Ah, das reicht schon, wenn du nur kurz kurz vom Gas runter gehst, unbedingt, da verlierst du viel Schwung. Ja, schön um die Kurve Power Slide gemacht. Variante wäre der nächste. Ich kann mich nicht von Nase absetzen. Ich merke den Motorennachteil. Und ich merke auch mittlerweile meinen Reifennachteil. Also hier merkst du schon Nachteile, wenn du nur 20% irgendwie hast. So nah an der Wand wollte ich da auch nicht lang fahren. Reifen sind hier kein Thema. Trotzdem haben wir mir eine Zweistopp-Strategie empfohlen. Ja, dann bleiben meine Vorderräder stehen. Das Thema hatten wir schon im Training. In der Theorie müsste mein Motor sagen, boah, gib mir Kühlung, ey. So wie der da hart rangenommen wird. Oh, ich habe keine Benzinreserve. Scheiße. Und da leuchtet das Gelb unten rechts. Aber das ist auch ein Schützenwissen. Schöne Info. Und Gelb, die Farbe passt auch dazu. Man muss auch bedenken, es ist mein erstes 100% Rennen hier in Baku. Deswegen ankommen ist mein oberstes Ziel gewesen. Also ich mich frage, wenn der Motor anfängt zu verschleißen, kann es auch sein, dass er dann mehr Benzin frisst? Ich verbrauche zu viel Benzin mit dem Wagen einfach. Das ist auch noch ein großes Handicap des Wagens. Dir hilft der beste Motor nichts. Das ist es, wenn du kein Benzin sparst. Okay, übrigens halb eins nachts. Es ist wieder mal warm, auch wenn es draußen einfach nicht mehr so warm ist, aber der PC, der heizt ordentlich. Das täuscht auch hier, dass es so leckhaft aussieht, weil hier so viele Bäume links und rechts stehen. Hier in Aserbaidschan, das macht die Sache auch nicht gerade einfacher. Wer mal durch eine Allee gefahren ist, der weiß, was ich meine. Das wird dann so, ja, das lädt dann wirklich ein. Das verzerrt das ganze Bild so ein bisschen. Aber dass ich langsamer als hier Wehrlein zwischendurch fahre, das geht man dann schon zu denken. Der Motor wird auch immer gelber, der sich so ein bisschen jetzt an die Farbe der Reifen hinten orientiert. Aber es war ein schönes Rennen, das hat Bock gemacht, aber jetzt die letzte Runde, das merke ich dann auch in der Konzentration wieder. Die schlauchen dann. Die schlauchen dann. Warum mache ich jetzt solche Fahrfehler? Und der Hülkenberg dreht nochmal richtig auf. Hamilton, der dritte neue Runde. Jetzt werde ich eingeladen ins Team. Von Counter-Strike, da braucht man mich nicht einladen. Das Spiel habe ich gar nicht. Ja, ich brauche eine Benzinreserve für die letzte Runde. Und dann kann nochmal ein Beschleunigungsduell kommen. Oh, der absolute Super-GAU. Hülkenberg, du hast mich nach dem Safety-Car hinten berührt. Das verzeihe ich dir nicht.
Deutsch-deutsches Duell. Glückwunsch an Lewis Hamilton. Das gewinnt er. Das gewinnt er. Ja, und die Anzeige stimmt leider auch nicht mehr ganz genau. Das ich hoffe, dass wir beim nächsten Rennen besser sind. Das war nicht gerade unser bester Tag. Und die Anzeige ist zum Schluss auch nicht so ganz gepasst. Und ausgeschieden nur Magnussen. Du fällst zu weit zurück. Das war die Durchfallstrafe. Ah, okay. Da war nichts mit uns. Ja, was war mit dem Ferrari los? Der hat sich ja auch weggedreht. Waren wir der Auslöser von? Oder woran lag es? Hier sind wir jetzt schön mittig. Da sind wir schon vorne. Hier sind wir auch vorne. Ja, und dann geht auf einmal der Platz für ihn aus. So schnell kann es gehen und er wird dann durchgereiht und dann geht der ganze Spaß davon in die nächste Runde. Über 340 Stundenkilometer. Ja, kurz rum, ich bremse ein bisschen früher als die KI und dann passiert es auch schon, der Hülkenberg fährt mehr drauf. Sein Frontflügel war von links auch beschädigt, aber er fährt mir wirklich hinten drauf. Hier gehört der zweite Sektor im Rennen. Okay. Okay, Williams hat nachgerüstet, das sieht man, okay. In Österreich rüstet die Konkurrenz nach und Force India haben wir überholt, okay. Ich bin gespannt auf Österreich und wenn ich da nach draußen gucke, sehe ich Regentropfen. Ja, Österreich immer verregnet, mal schauen,